B1.6. Bestimmen Sie im Trapez A2, B2, C2, D2 aus Aufgabe 1.2 rechnerisch das Maß des Winkels C2, B2, A2. Runden Sie auf zwei Stellen nach dem Komma. Begründen Sie sodann, dass es kein Trapez ANBNCNDN gibt, für das gilt Winkel CNBNAN gleich 75 Grad. Wir haben hier zwei Aufgaben und die erste Aufgabe ist, man soll das Maß des Winkels C2, B2, A2 berechnen. Nun schauen wir uns in Zeichnung an, welche das ist. Hier haben wir den C2, B2, A2. Also dieser Winkel ist gesucht. Und man kann sich denken, sobald es darum geht, Winkel zu berechnen, brauchen wir wahrscheinlich irgendwelche trigonometrischen Winkelfunktionen. Also Sinus, Cosinus oder Tangens. Diese Funktionen funktionieren allerdings auch noch im Dreieck. Wir haben hier momentan noch ein Viereck. Und ja, wenn wir kein Dreieck haben, zeichnen wir uns eben eins ein. Und natürlich am schönsten ist es, wenn wir gleich ein rechtwinkliges Dreieck zeichnen können. Nun, hier kann man zum Beispiel eins einzeichnen, indem ich von C einfach senkrecht nach unten gehe. Dann kriege ich hier einen rechten Winkel und ich habe ein rechtwinkliges Dreieck. Wenn ich diesen Punkt noch F nenne, F, B2, C2. Warum ist es vorteilhaft? Nun, ich kenne jetzt zum Beispiel die Strecke FB2, die ist nämlich zwei Längeneinheiten lang, folgt daraus, weil D2C2 zwei Längeneinheiten lang ist. Die Strecke A2F ist genauso lang wie die oben und da die Strecke A2B2 insgesamt vier Längeneinheiten lang ist, bleibt für FB2 nur noch zwei Längeneinheiten übrig. Also kann man aufschreiben, F2B2. FB2 ist gleich die Strecke A2B2 minus D2C2, also gleich 4 minus 2, und das ist 2. So, diese Strecke von C2 zu F, die kann ich auch berechnen. Und die ist nämlich gleich lang wie die Strecke D2A2. Alles, was ich jetzt machen muss, ist, ich muss die Punktkoordinaten von D2 und A2 zu berechnen. Ich weiß, die sind für x gleich 9. Also kann ich in die Punktkoordinaten von A2 und D2 für x gleich 9 einsetzen und die entsprechende y-Koordinate berechnen. Das geht auch mit dem Taschenrechner sehr schnell. Da kriege ich für die Koordinaten von A2 die Koordinaten 9 minus 2 und für D2 die Koordinaten 9 plus 2. Und wenn ich jetzt die Länge der Strecke A2, D2 berechnen will, heißt es y-Koordinate vom oberen Punkt, das wäre in dem Fall D2, minus die y-Koordinate vom unteren Punkt, also A2, setze ich einmal ein. Moment. Also 2 minus minus 2 und das ist gleich 4. Also nochmal, diese Strecke hier ist 4 Längeneinheiten lang, C2F, und FB2 ist 2 Längeneinheiten lang. Wenn ich jetzt diesen Winkel hier berechnen will im rechtwinkligen Dreieck, weiß ich ja, es gibt Sinus, Cosinus und Tangens. Muss ich wieder gucken, wo liegt meine Ankathete und wo liegt meine Gegenkathete und die Hypotenuse. Und wenn das mein Winkel ist, dem Winkel gegenüber liegt immer die Gegenkathete. Und die zweite Seite, die wir kennen, liegt an dem Winkel an. Das ist also die Ankathete. Und die Winkelfunktion, die mit Gegenkathete und Ankathete arbeitet, ist der Tangens. Den finden wir auf Seite 39 der Formelsammlung, wo es heißt, Tangens eines Winkels ist gleich Gegenkathete durch Ankathete. Also lässt sich für den Winkel C2B2A folgende Gleichung aufstellen. Tangens von Winkel C2B2A2 ist gleich die Gegenkathete, war in dem Fall D2A2 bzw. C2F. Geteilt durch
F, B2. Jetzt sollten wir hier noch anschreiben, dass es genau gleich groß ist wie C2, wie A2, D2, sodass wir alle Größen auch zugeordnet haben. So, setzen wir ein. Dann folgt Tangens des Winkels C2, B2, A2 ist gleich 4 durch 2. Das ließe sich wieder sehr einfach mit dem Solver berechnen oder mit über die Umformung. Und dann bekommen wir raus, der Winkel C2, B2, A2 ist Tangens hoch minus 1 von 4 durch 2. Und es gibt ein Winkelmaß von ungefähr 63,43 Grad. So, jetzt zum zweiten Teil der Aufgabe. Hier heißt es jetzt, begründen Sie, dass es kein Trapez ANBN CNDN gibt. Für das gilt, der Winkel CNBN AN ist 75 Grad groß. Also dieser Winkel, den wir gerade gerechnet haben, gibt es bei keinem dieser Trapeze, wenn er 75 Grad entspreche. Das ist ein bisschen Denkarbeit, aber muss ich nur Folgendes überlegen. Wir haben hier die Strecke AN oder A1D1. Die ist kleiner als jetzt die Strecke A2D2. Und wenn man hier diesen Winkel betrachtet, dann ist auch dieser Winkel hier kleiner wie der von C2B2A2. Das heißt, je kleiner die Strecke ANDN ist, desto kleiner wird auch automatisch dieser Winkel hier. Das geht eben so weit, bis die Strecke A1D1 oder ANDN 0 ist, dann wäre auch dieser Winkel hier 0. Umgekehrt gilt natürlich, je größer diese Strecke ANDN ist, desto größer wird auch dieser Winkel CNBNAN. Und das müssen wir herausfinden, wann wird der 75 Grad groß? Also je größer hier diese Strecke ANDN wird, zum Beispiel so oder so, desto größer wird auch dieser Winkel hier. Wie wir aber sehen, es gibt, diese Strecke ist ja zwischen der Parabel und der Geraden festgemacht. Das heißt, es gibt hier irgendwo einen Bereich, wo diese Strecke ANDN maximal wird. Weil wir hier sehen, hier geht die Strecke gegen 0 und hier geht die Streckenlänge gegen 0. Das heißt, irgendwo hier drin muss diese Streckenlänge maximal sein. So, nächste Überlegung. Wann wird das Trapez, der Flächeninhalt dieses Trapezes maximal? Nun, das haben wir vorhin schon ausgerechnet, für x gleich 6. Wenn der Flächeninhalt des Trapezes maximal wird, dann muss auch diese Strecke A1D1 oder ANDN maximal sein, weil sie die beiden anderen Seiten nicht verlängern oder vergrößern. Das heißt, an dieser Stelle, wo der Flächeninhalt maximal wird für x gleich 6, ist auch automatisch die Strecke ANDN maximal als am längsten und damit ist auch an dieser Stelle der Winkel CNBNAN am größten. Es gilt jetzt also auszurechnen, wie groß ist der Winkel für die maximale Länge der Strecke ANDN. Und das ist der Fall für x gleich 6. So, das müssen wir jetzt noch aufschreiben. Für x gleich 6 erhalten wir die maximale Streckenlänge von ANDN. So, und jetzt müssen wir im Prinzip einfach nur das Gleiche machen, was wir hier oben schon mal gemacht haben. Wir brauchen zuerst die entsprechenden Punkte. Das heißt, wir setzen für x 6 jeweils bei den Koordinaten von an und dn ein. Das können wir mit Hilfe des Taschenrechners zum Beispiel machen. Dann erhalten wir
6 und für die y-Koordinate 5,75. Nee, Moment, minus 0,5. Das gleiche machen wir für den Punkt D0. Also nochmal zum Nachvollziehen. Hier oben haben wir die Punktkoordinaten. Hier an dieser Stelle. Wir setzen für x gleich 6 ein und rechnen es aus. Und setzen bei dn für x gleich 6 ein und rechnen die Punktkoordinaten aus. Nichts anderes mache ich gerade. Das heißt für dn genauso. Also 6 und hier die 5,75. So, die Strecke f zu b0 in diesem Fall bleibt ja wieder gleich, weil die verändern sich nicht. Also fb0 ist wieder zwei Längeneinheiten lang. Das ist ja dieser Teil hier, also von f und diesmal zu b0. Aber da dies immer vier Längeneinheiten lang ist und das immer zwei Längeneinheiten lang ist, bleibt diese Strecke automatisch immer zwei Längeneinheiten lang. So, als nächstes brauchen wir jetzt die Länge der Strecke A0, D0. Berechnet sich wieder aus y-Koordinate vom oberen Punkt minus y-Koordinate vom unteren Punkt. Setzen wir ein. Y-Koordinate von D0 ist 5,75 minus minus 0,5 und das ist 6,25. So, das setze ich jetzt wieder hier in genau identisch, fast identisch mit meinen Tangens an, weil ich ja wieder den Winkel berechnen will. Also Tangens des Winkels C0, B0, A0 ist gleich, in diesem Fall jetzt, mache ich einen Trennstrich rein, F, B0, Moment, ich muss ja mit der Gegenkathete anfangen, also in dem Fall kann ich das A0, D0 nehmen, geteilt durch das f b0, setze die Größen ein, a0 d0 war 6,25 und f b0 waren die 2. So, und das kann ich jetzt wieder mit Hilfe des Solvers berechnen oder wieder über die Umformung. Dann erhalte ich für den Winkel C0, B0, A0 Tangens hoch minus 1 von 6,25 geteilt durch 2 und das gibt ein Winkelmaß von 72,26 Grad. So, was heißt es jetzt? Ich habe hier den maximalen Winkel ausgerechnet. Also so groß kann dieser Winkel maximal in diesen Trapezen werden. Und da es jetzt in der Aufgabe heißt, man soll überprüfen, ob es, wie gesagt, man soll begründen, dass es kein Trapez gibt mit Winkel 75 Grad. Haben wir das jetzt geschafft, indem wir gezeigt haben, der maximale Winkel ist gerade mal 72,26 Grad groß.